haben wir Andrea zu Gast. Andrea arbeitet beim WWF. Andrea, was kann man gegen die Umweltverschmutzung tun? Man kann ganz bewusst leben. Man kann versuchen, sein Verhalten anzupassen, zum Beispiel mit dem ÖV fahren oder auch bewusst einkaufen. Was denken Sie über den Klimastreik? Ich finde den gut. Ich finde es super, dass junge Leute auf die Straße gehen und mit dem Finger darauf zeigen, wo wirklich unsere Probleme liegen. Können Sie mir sagen, wie man nach einem Picknick den Müll richtig entsorgt? Am besten nimmt man alles wieder nach Hause und entsorgt die dort gerecht. Nämlich die Sachen, die in den Kompost gehören, kommen in den Kompost und das andere wird auch entsprechend recycelt. In Hamburg gibt es ein Projekt namens Green Kajak. Da kann man 2 Stunden mit einem Kajak über die Elbe fahren und dabei Müll einsammeln. Was denken Sie davon? Ich finde das super. Das ist eine sehr innovative Idee. Würden Sie das in der Schweiz auch gerne haben? Ja, ich denke schon. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für die Fragen.